Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wie ihr seht, wir sind am Unboxing-Tisch. Wir haben hier von Venom das Headset. Na, Headset. Chat-Gaming-Headset ist es. Also nur für Chat, logischerweise. Und das ist für PS4, Xbox One, PC und Mac und sogar für die Nintendo Switch geeignet. Switch habe ich nicht, weiß ich nicht, kann ich euch nichts zu sagen. Und was mir beim Auspacken schon aufgefallen ist, es hat einen schönen langen Kabel. Das ist ja das, was man oft bei Headsets bemängelt, dass der Kabel nicht ausreichend ist. Aber bei der PS4 kommt es ja an Controller, bei der Xbox denke ich mal auch, bei der Switch weiß ich es nicht. Und beim PC, gut, für den PC könnte es ein bisschen kurz sein. Da müsste man sich dann vielleicht doch einen Adapter holen. Na gut, viele PCs haben ja auch oben am PC einen Klinkeanschluss. Dann könnte, ja gut, da geht's. Finde ich aber trotzdem ein bisschen knapp. Also für PC finde ich es ein bisschen knapp. Für PlayStation und so ist das okay. Und das Headset, der Headset-Kabel ist 80, also der Tisch ist 80 lang und dann nochmal etwa die Hälfte. Ja, mit Steckern auf jeden Fall. Würde ich jetzt sagen, no. Also um die 110 cm lang, würde ich jetzt so pro forma sagen, 110, 120, so. So, jetzt machen wir mal so, dass ihr mich besser seht. Wir haben hier nur einen Kopfhörer, wie gesagt, es ist ein Chat-Headset. Ich rate immer zu, wenn ihr wirklich öfters ein Headset braucht zum Spielen und auch mit Freunden zusammenspielen wollt, holt euch ein richtiges Headset mit zwei Kopfhörern, mit Dolby und wirklich gute Qualität, ein vernünftiges mit, weil viele holen sich denn sowas und dann meckern sie, ja gut, Fernseh und der Chatpartner hört dann den Fernseh, wenn es zu laut ist und so. Deswegen, wenn ihr wirklich, für eine Weile geht's, aber wenn ihr das regelmäßig und öfters macht, also ich muss jetzt hier das erstmal testen, ich weiß nicht, wie es im täglichen Gebrauch ist, ist gerade ausgepackt. Es kann ja sein, dass das Mikrofon nicht gut rausfiltert, aber bei den meisten habe ich die Erfahrung gemacht, filtert das Mikrofon nicht alle raus. Ja, aber so für Party ist es okay. Für Party ist es okay und für den Chat ist es okay, aber wenn du gleichzeitig noch zocken willst und den Fernseher ziemlich laut hast, so wie ich, ist es eher meistens kontraproduktiv. Wir haben jetzt praktisch hier einen Kopfhörer, der ist auch gut gepolstert, auch hier oben ist gut gepolstert. Und selbst hier drinnen haben wir gut gepolstert. Der Bügel ist Plastik, weiter raus geht er nicht. Und das Headset, also das Mikrofon ist dann hier schwenkbar und ihr könnt es biegen. Also das ist hier ab hier unten, ab der, also da wo ich jetzt mit dem Finger bin, da könnt ihr biegen. Ja, oder hier oben, das ist euch dann überlassen. Und wenn ihr das dann aufhabt, sieht das dann in etwa, so, wartet mal, ich muss mal meine Brille absetzen. So, sieht das dann etwa so aus. Der Bügel hängt hier so ein Stück überm Ohr, ist gut gepolstert. Hier habt ihr dann das Ding, das macht er dann so und dann könnt ihr euch das Mikrofon auch Richtung Mund anpassen oder höher oder ein bisschen weiter weg. Ja, wenn er viel schnauft, dann halt nicht so nah, logischerweise, wie bei mir jetzt zum Beispiel. Und wir haben dann auch noch das hier zum Befestigen, da könnt ihr euch dann so ein T-Shirt dran machen. Da haben wir dann auch hier so eine Klammer dran. Und wir haben die Möglichkeit, laut leise zu machen. Mit dem Drehrad hier. Und hier haben wir Mikrofon an. Wo ist on? On ist nach oben, unten ist mute. Und das Drehtchen ist nach oben plus und nach unten leise. Und dann macht ihr euch das praktisch dann den Klinkenkabel in den Controller rein und dann könnt ihr das. Ja, müsste das automatisch eingestellt sein. Ihr könnt in der PlayStation auch einschalten, wo der Party-Chat sein soll, wo ihr den hören wollt. Macht so an sich jetzt einen wertigen Eindruck. Ich mach's mal jetzt auf die rechte Seite. Ach, rechts geht nicht. Okay, also es muss links sein, weil man kann das Mikrofon nicht nach rechts drehen. Da ist dann halt die Blockade und
Man kann auch nicht rummachen, weil unten nach unten ist halt jetzt die letzte Position. Also, es muss wirklich auf dem linken Ohr getragen werden. Ist vielleicht für Leute, die lieber rechts tragen, dann eher kontraproduktiv. Da hätte ich mir gewünscht, dass man das vielleicht komplett drehen kann oder wenigstens dann hier so lang noch weiter drehen kann. Aber das ist auch von der Neigung her für links ausgelegt, also für Linksträger. Ja, so, und dann ist das okay. Das werde ich jetzt erstmal testen müssen. Ich will mich da nicht so früh aus dem Fenster legen, wie das Mikrofon ist. Es kann ja sein, dass meine Erfahrungswerte, die ich gemacht habe im Laufe der Zeit, mittlerweile für den Arsch sind und dass es im Prinzip wirklich wunderbar funktioniert. Deswegen erstmal testen. Aber das ist jetzt nur so meine Erfahrung. Ich habe einige bei Freunden gehabt, also getestet und habe mir selber mal so ein Billigding geholt für ein paar Euro, 19 Euro oder was das gekostet hat, 15 Euro, keine Ahnung, auch nur so ein Ding, weil ich gedacht habe, für Party reicht das aus. Reicht aus, wenn ich pa für Party, dass ich meine Leute höre und zocken tue ich ja auf dem Fernseher, dann habe ich ja meine Dolby-Anlage an und so. Ist sehr kontraproduktiv gewesen. Die haben alles gehört, was ich gespielt habe. Das Mikrofon hat kaum was rausgefiltert. War nicht so schön. Vielleicht ist es ja hier jetzt was anders. Da müssen wir uns mal überraschen lassen. Ich würde mich denn jetzt hier auch erstmal verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Muss mal hier noch ein bisschen aufräumen. So, wir fahren nämlich jetzt einkaufen. So, ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wie gesagt, das werde ich jetzt erstmal testen, bevor ich euch da was sagen kann, weil ein Anschlussvideo brauche ich nicht machen. Schließt man einfach mit Klinke an und das funktioniert. Die PlayStation erkennt das. Da brauche ich leider nichts machen. Also, sonst hätte ich euch das auch noch gezeigt, wie man es an Controller anschließt. Aber da ist nur ein Klinke drin, fertig. So, nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt hier verabschieden. Wie gesagt, Däumchen wäre Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.